Wir machen heute mal einen kurzen Kameravergleich und zwar vergleichen wir die Videoqualität der InstaX 360 Go 3 mit der Videoqualität dieser älteren GoPro Hero. Ich weiß gar nicht, welche Version das genau ist, schreibe ich euch aber auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Ich glaube, das ist die 6er oder so, bin aber wirklich nicht ganz sicher. Die Insta habe ich glaube ich schon mal ausgepackt mit euch zusammen. Ist eine witzige Kamera. Die hier kann 4K, das kann die hier nicht. Die kann maximal 2,7K. Und der Vorteil dieser Kamera ist eher, dass man die Kamera hier vorne rausnehmen kann aus dem Gehäuse und dann kann man damit recht abgefahrene Aufnahmen erstellen. Und ich will jetzt, wie gesagt, mal die Videoqualität bei gutem Wetter vergleichen. Dazu schalte ich die einfach mal ein. Ich hoffe, die hat noch genug Saft. Denke aber schon. Die schaltet sich gerade ein und ich checke mal, was hier für Einstellungen am Start sind. Ich weiß auch nicht, ob ihr das so genau erkennen könnt, gerade wenn ich das so aus der Hand filme. Also Video 2,7K. 30 FPS, Weitwinkel ist eingestellt und ich glaube, die Videostabilisierung ist auch eingestellt. 2,7K, 30 FPS. Genau. So, lassen wir das mal. Dann mache ich die wieder aus und mache die GoPro an. Ich erstmal orientieren, wo die hier angeht. Ich glaube an der Seite. Richtig. Und ich glaube auch, ich habe die schon mal voreingestellt. Und zwar im Format 2,7K, 4 zu 3, 50 Frames per Second weit. Wobei 4 zu 3 finde ich irgendwie Quatsch. Ich muss mal schauen, ob ich das hier noch schnell umstellen kann auf 16 zu 9. Hier ist die Einstellung so, dass man nach unten wischen muss, dann zum Entsperren tippen. Und dann können wir hier, glaube ich, bei Auflösung, versuche das nochmal scharf zu machen, Display gesperrt. Oh Gott, jetzt muss ich wieder entsperren. Das nervt ein bisschen bei der GoPro. Davon abgesehen ist das wohl eindeutig die bessere Kamera, auch wenn die wesentlich älter ist. Nach unten wischen, das mache ich doch. Zum Entsperren tippen. So, dann klicken wir hier auf die Einstellungen nochmal drauf. Nee, irgendwie funktioniert das gerade alles nicht so richtig. Also ich versuche das hier mal schnell einzustellen ins Weitwinkelformat. Und bei der anderen Kamera mache ich das genauso und dann sehen wir uns gleich draußen. Also die Insta Go 3 ist eine komische Kamera, zweifellos, denn sie ist sehr modern. Die kam letztes Jahr auf den Markt, wurde gefeiert dafür, dass man eben vorne das Kameramodul rausnehmen kann. Das kann man sich dann um den Hals hängen oder so damit oder auch sonstige interessante Effekte kreieren. Man kann das Ding in den Kühlschrank legen und den dann öffnen. Ihr wisst, was ich meine. Solche Sachen, da sind ganz neue Aufnahmen mit möglich. Gleichzeitig kann die aber nur 2,7K. Ist auch nur so mäßig gut bei schlechten Lichtverhältnissen. Ja, und auch die Stabilisierung. Funktionen und so weiter, da könnt ihr euch gerne mal selber ein Bild drüber machen. Was halt auch schön ist, ist, dass man hier hinten den Bildschirm aufklappen und nach oben klappen kann. Bei der GoPro hat man dafür einen zweiten Bildschirm, der ist hier links. Die GoPro ist 5 Jahre alt und im direkten Vergleich muss man sagen, wie gesagt, die kann nur 2,7K, diese hier kann 4K, ich glaube bei 25 Frames per Second mit Stabilisierung und so weiter. Vergleicht das Ganze einfach mal, es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Diese Kamera ist inzwischen in einer neuen Version erschienen. Da könnt ihr euch aber selber schlau machen, was so die Unterschiede sind gegenüber dem Vorgänger. Ich glaube, die sind auch nicht so brachial. Naja, so viel also zu diesem Thema. Insta Go 3 gegen eine, weiß ich nicht, mindestens 5 Jahre alte GoPro. Bildet euch selbst ein Urteil. Ich blende euch noch mal ein paar spontane Aufnahmen im Gehen.
dazu ein. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Erratet ihr, welche Kamera auf welcher Seite zu sehen ist? Ich denke, das ist nicht schwer zu erraten, aber ich bin gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Hinterlasst mir ein Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut und jetzt die restlichen Aufnahmen.